Herzlich willkommen zu einem neuen Video, und zwar machen wir heute mal ein weiteres Quiz auf der besten Website der Welt, nämlich testedich.de, natürlich wieder unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und zwar machen wir heute ein Quiz über Pyrotechnik bzw. Sprengstoff, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Das Quiz wurde erstellt von Jealous oder irgendwie so am 22.06.2015, schon 1600 Mal gespielt, alles klar. Kennst du dich wirklich aus? Weißt du, was du da tust? Ja, ich hoffe es schon. Erstmal zum Warmwerden. Welches ist das stärkste von den genannten Oxidationsmitteln? Kaliumperchlorat, Kaliumnitrat, Kaliumchlorat, Bariumnitrat und Strontiumnitrat. Das müsste Kaliumchlorat sein. Chlorat oder Nitrat? Kalium auf alle Fälle, glaube ich. Welcher Stoff eignet sich nicht für die Herstellung einer Flashmischung? Alu geht, Schwefel geht, Zink sollte auch gehen, Magnesium geht auf alle Fälle, also Gold fällt raus. Wozu dient eine Seele in einem Raketenmotor hauptsächlich? Natürlich für mehr Schubkraft. Nicht für ein geringes Gewicht, das wäre sinnlos. Stabiler Flug ist der Stab. Und Akustik, okay. Welche Eigenschaft hat ein Explosiv? Welche Eigenschaft eines Explosivstoffs gibt es wirklich? Bleiblock, Ausbauchung, Schwadenvolumen, Ladungsdichte, Druckwellenverzögerung, Reibeempfindlichkeit. Das ist die Druckwellenverzögerung. Wozu benötigt man HMTD? So. Zum Zünden eines Sprengstoffes, zur Herstellung von Schwarzpulver, zum sicheren Zünden einer Lunte. Als Farbgeber für blaue Farbe, das war jetzt kein Quiz, weil das, ich glaube, nee, Kupfer war rot. Alu war blau, kann das sein? Zum Stabilisieren eines empfindlichen Sprengstoffs. Das müsste zum Zünden sein. Wie viel Kambeker stecken ungefähr in einem FP3? Okay, das ist ein bisschen Pumpel, aber sind 2,5 oder 3 Gramm? Mit welcher Geschwindigkeit circa detoniert die schnellste chemische Sprengstoffe der Welt? 40.000? 2000 km/h, 5000 Meter pro Sekunde, 800 km/h ist zu wenig. Ich sag mal 10.000. Wie heißt ein berühmter Mensch der Sprengstoffszene? Franz Müller, Markus Liebknecht, Steffen Kreuz, Pavel Visconti oder Roland Bianche? Das müsste der Bialke sein. Was zeichnet eine Detonation aus? Vorschreiten der chemischen Reaktion gekoppelt mit einer Stoßwelle. Na klar. Lauter bassiger Knall, wurde O fast passend, Feuerball, vergiss es. So. Wie heißt die einzige vernünftige Sprengstoff-Pyro-Website in Deutschland? Gutefrage.net. Bäb. Archibits, kenne ich nie. Explosiv.net, Explosive.net. Feuer und Boom. Ich wäre auch mal für Explosive. Auswertung. Oh, du bist ein Profi. Sie haben 10 von 10 Aufgaben richtig beantwortet. Im Durchschnitt haben knapp 300 Surfer das Quiz gemacht haben, 5 richtige Antworten. Naja, da wollte ich sagen, macht das Quiz doch einfach mal selber. Ich verlinke euch natürlich die Seite unten. Müsst ihr einfach mal Pyrotechnik eingeben und da findet ihr das Quiz ganz schnell. Und da wollte ich sagen, da war's das für dieses kleine Video. Da wollte ich sagen, danke fürs Zusehen, und ihr seht, ich bin ein Profi auf meinem Gebiet. Bis dahin, viel Spaß!